Wie sind Sie beim Fernsehen gelandet? Per Zufall. Ich hielt gerade eine Lesung in einem Londoner Buchladen. Da wandert ein BBC-Produzent mit irrem Blick herein, zeigt auf mich, als wäre ich die Wiederauferstehung, und sagt, Sie sind's! Sie sind's! Also eigentlich sind Sie Schriftsteller? Werden Sie nicht unverschämt. Ich bin Dichter. Die Dichtkunst ist die Gabe der Götter an die Iren. Yeats, Wilde, Joyce, Bono. Treiben Sie es nicht zu weit. Ich habe die Seele eines Dichters, aber die Fäuste eines Mittelgewichtlers. Sehen Sie den Mann, der dort auf und ab geht? Den Armeetyp? Gegen solche Engländer bin ich allergisch. Ach ja? Wieso das? Wenn Sie ein paar hundert Jahre Zeit haben, erkläre ich es Ihnen gern. Er sieht aus, als wolle er jemanden umbringen. Ah, Sie fangen an, meine Allergie zu verstehen. Was halten Sie von der Stadt? Sie ist wie ein Vergnügungspark. Aber wo sind die Touristen? Keine Ahnung. Ist vielleicht keine Saison für Hippies. Was wissen Sie über diese Stadt? Die Pubs sind halbwegs anständig, wenn sie geöffnet haben. Oh, ich verstehe. Sie wollen die Feengeschichte hören, stimmt's? Feen? Sehen Sie diesen Hügel? Ja. Darunter wird König Arthurs Schwert Excalibur von den Feen bewacht. Wirklich? Nein. Sagt Ihnen diese Postkarte irgendetwas? Nein, sollte sie das? Wohl kaum. War ein Schuss ins Blaue. Wer ist Bruno? Wenn ich das wüsste. Können Sie mir irgendetwas über diesen Ausweis sagen? Kein sehr gutes Foto. Sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Bin ich auch nicht. Das dachte ich mir. Sie sind sicher so ein fotogener Schönling, stimmt's? Und nein, es sagt mir überhaupt nichts. Hallo? Ist da jemand? Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Hier sah alles verlassen aus. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Im Ständer steckten Postkarten der örtlichen Sehenswürdigkeiten, das übliche Zeug. Aber plötzlich entdeckte ich einen Stapel der gleichen Karte, die ich im Kongo gefunden hatte. Ich war auf der richtigen Spur. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das sah spannend aus. Ah, Sie haben mein kleines Lebenswerk entdeckt. Tja, für ein Lebenswerk ist es tatsächlich ziemlich klein. Wie meinen Sie das? Es ist ein Gedichtband. Die gibt's in allen Größen. Hübscher Einband. Danke. Von mir gestaltet. Ich verlege mich selbst. Die großen Verleger haben keinen Sinn für Spiritualität. Was bedeuten diese Münzen? Josef von Arimathea bringt den Heiligen Gral. Artus und Guinevere werden begraben. Und der heilige Michael besiegt oben auf dem Tor den Drachen. Jede Silbermünze zeigt eine Szene aus der Geschichte von Glastonbury. Geschichte? Hörte sich eher nach Folklore an. Aus Silber, sagten Sie? Naja, versilbert. Ein guter Freund stellt sie für mich her. Denn Blitze rannen durch mein Blut. O dunkle Morgana, o meine Morgana. O Blitze strömten durch mein Blut, und feurig blitzte rot mein Blut. Meine dunkle Morgana. Was halten Sie davon? Nicht schlecht. Tja, ich war auch ganz zufrieden mit mir. Hallo, ich heiße George Stobart. Willkommen in der Cosmic Fairy.
Ich bin Tristram Hillitch, der Inhaber. Kann ich Ihnen helfen? Ich will es hoffen. Glastonbury ist ganz schön mystisch, wie? Oh ja, fast unerträglich mystisch. Joseph von Arimathea ist hier gewesen. Ja? Die Legende von König Artus, Guinevere und Excalibur endet hier. Wahnsinn! Und der Tor, dieser hohe Hügel, ist der Eingang von Avalon, dem Land der Feen. Außerdem haben wir Kornkreise, UFO-Sichtungen. Sonst noch was? Dann gibt's noch Geister, Höllenhunde, gespenstische Lichtschimmer. Okay, okay, ist mir mystisch genug. Wie läuft das Geschäft? Recht gut, danke. Wirkt ruhig hier. Sie haben den großen Ansturm gerade verpasst. Was sind Ihre Kunden eigentlich für Leute? Aufgeschlossene Sinnsuchende. Sind Sie auch auf Sinnsuche? Oh, ständig. Bei dem, was ich schon erlebt habe, bleibt mir kaum etwas anderes übrig. Verkaufen Sie solche Postkarten? Ja, einer unserer exklusiven Verkaufsschlager. Liefern Sie die auch an andere Läden? Nein, das ist ja die Bedeutung des Wortes exklusiv. Ach wirklich? Wusste ich gar nicht. Offensichtlich. Wie kann ich Ihren Weg sonst noch erleuchten? Sagt Ihnen der Name Bruno etwas? Bruno... Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Wirklich nicht. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der Bruno hieß. Anscheinend sind Sie da ganz sicher. Mir war sein Tonfall sofort verdächtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind nicht ganz ehrlich. Wo ist Bruno? Wo finde ich ihn? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Verlassen Sie meinen Laden, Sie lästiger Mensch. Ich gehe, sobald Sie ein paar Fragen beantwortet haben. Oh Gott, sind Sie etwa von der Steuerfahndung? Was? Nein. Ich bin zwar Anwalt, aber so tief bin ich noch nicht gesunken. Sagen Sie mir jetzt, wo Bruno ist oder nicht? Nein. Vergessen Sie nicht, Sie sprechen mit einem Anwalt. Mit einem amerikanischen. Das wird unsere hiesige Polizei kaum beeindrucken. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kerl so schwer zu knacken sein würde. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Sagen Sie die Wahrheit. Hauen Sie ab! So kam ich nicht weiter. Deshalb war ich Patentanwalt und kein Strafverteidiger. Hey, da oben ist jemand. Unsinn. Alte Häuser knarren nun mal. Für wie blöd halten Sie mich? Da oben ist Bruno. Nein, ist er nicht. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, noch nie. Ich wollte die Schautafel nicht.